Leute, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 15 Karrieremodus. Meine Stimme ist immer noch ziemlich im Arsch, genauso wie gestern beim Hannover 96 Karrieremodus, aber natürlich gibt es trotzdem heute eine Episode vom Crystal Palace Karrieremodus. Wir sind wieder am Start und wollen mit unseren Jungs nach dem guten Saisonstart gegen Arsenal mit dem 0:0, ein gutes Spiel jetzt abliefern in der nächsten Runde. Ich weiß gar nicht, gegen wen es geht, gegen West Ham United. Okay, Thomas ist verkauft. Bolton hat das Angebot für ihn akzeptiert, beziehungsweise das Gegenangebot. Und wir loben unsere Mannschaft nach dem guten Saisonstart und hoffen, dass wir den gegen eben West Ham United fortsetzen können. Wir haben eine Ablehnung von Swansea City, was schade ist, aber anscheinend nicht zu ändern. Bieten wir mal 4 Millionen. Eigentlich will ich den ja gar nicht haben, ne? Ist mir gerade wieder eingefallen. Aber egal, versuchen trotzdem. Warum auch nicht. Gut, was haben wir? Haben wir schon irgendwas verpflichtet? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben anscheinend noch nichts verpflichtet. Nein, haben wir absolut noch gar nicht. Das ist nicht schön. Das ist alles andere als schön, aber vielleicht können wir irgendwas erreichen noch. Wir haben einige Torwerte, aber das sind immer noch die gleichen. Bernd Leno beobachte ich mal, wird aber sowieso nichts werden. Okay, Jack Butland. Wir leihen ihn vielleicht. Vielleicht leihen wir ihn. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Mit 3 Millionen Ablöse. Vielleicht akzeptieren sie das ja. Vielleicht akzeptieren sie es auch nicht. Mal sehen. Bart Finne haben wir doch, oder nicht? Ist Bart Finne noch ausstehend? Finne, Spieler wartet. Verein prüft Angebot. Okay. Aber den dürfen wir haben. Albertazzi, nee, das war nix. Wir wollten defensiv noch nachrüsten, ne? Innenverteidigermäßig. Was haben wir denn da so? Quasi nix. Versuchen wir es mal mit Brooks. Mal sehen. Sonst, boah, ist echt schwierig, ne? Vielleicht eine Leihe von Hoffmann. Mit 3 Millionen Kaufoptionen. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich nehme sie nicht an, weil er mit der höchst bewertete ist. Nathan Baker. Nee. Stopp. Sierran Clark, Tommy Smith, Clark, Smith. Beide 1,88 groß, beide Linksfüße. Er hat ein bisschen die technisch besseren Werte. Er hat dafür die defensiv besseren Werte. Aber auch nicht so krass. Hat ein 73er Rating, er hat ein 71er Rating. Wie schnell ist er? 73. Natürlich deutlich langsamer, ne? 85 Stärke und 75 Stärke. Ich versuch's mal mit Tommy Smith. Spielt doch bei Ipswich, das heißt, er soll... Okay, sie sind unterbesetzt. Ja, das heißt, im Normalfall sollten sie nicht so... sollte er nicht so teuer sein, hoffe ich zumindest. Wir müssen echt mal gucken. Sonst bei den Sechsern halt, ne? Ich hätte schon ganz gerne Xhaka eigentlich, aber der ist viel zu teuer, haben wir ja schon festgestellt. Kuklar. Ja, wenn er Innenverteidiger spielen könnte, wäre das geil, ne? Aber Bentaleb kann das halt nun mal nicht. Was auch immer das jetzt war. Torwart, alle, nee. Torwart groß und Stammspielerqualität. Von mir aus auch 2 Jahre. Nee, 1. 1 ist besser. Eins ist besser, so, vielleicht suchen wir nochmal einen Sechser. Sekunde. Defensiv orientiert. Groß. Stammspielerqualität. Defensives Mittelfeld. Und dann suchen wir einfach mal, vielleicht finden wir ja was. Wobei, vielleicht stellen wir noch das Alter ein, das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. So. Kouyaté wurde mir von euch vorgeschlagen, unter anderem, das wäre natürlich eine Option, der spielt bei West Ham, aber wir haben ja zumindest noch ein bisschen Zeit, vielleicht finden wir ja noch was. So. Alles klar, Finne ist bei uns, wir haben Bart Finne verpflichtet. Zwar per Leihbasis, aber das ist ja erstmal nicht so schlimm. Milan will immer noch das gleiche für Albertazzi, das ist es mir nicht wert. Brauche ich gar nicht zu diskutieren. Spieler verkauft, noch einer und 6 Sachen. Okay, Ipswich Town, Leihangebot, Kaufangebot inakzeptabel. Das ist nicht so gut. 3,7 wollen die haben. Ich biete mal 2,4. 71 und 24, eigentlich ist das sinnlos. André Hoffmann wollen sie nicht ausleihen. Ja, die würden aber ihren Butland ausleihen. Da muss ich nur gucken, ob das sinnvoll ist. Brooks,
4,7 Millionen, aber das ist so teuer. Das ist echt teuer. Sturaro, Gabriel, sind alle Spieler, die ich nicht wirklich interessant finde. Sekunde. Die Leihe mit Sanogo können wir dann eigentlich auflösen. Wenn wir jetzt Finne haben. Torwart. Wir haben Hennessy. Wir brauchen eigentlich keinen Ersatztorwart, so gesehen. Wir brauchen einen A-Torwart. 99.000, so. Haben wir keinen Sanogo mehr, brauchen wir aber auch nicht. Und dann machen wir mal die Startaufstellung gegen West Ham. Hat jetzt alles ein bisschen gedauert, aber ist egal. Finne kommt auf jeden Fall mal auf die Bank für Ledley, der ja verletzt ist. Der Rest bleibt, wie er ist, glaube ich. Ich glaube, ich lasse die gleiche Aufstellung ran, denn die haben sich ganz gut präsentiert eigentlich. Und da brauchst du nicht viel zu ändern dementsprechend. Nee. Lassen wir genauso, wie es war. Und damit gehen wir in die Partie gegen West Ham United. Hoffen auf einen Sieg. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Der erste Auftritt von Trainer MGT im heimischen Selhurst Park vor den eigenen Fans mit Crystal Palace, mit den Eagles gegen die Hammers von West Ham United. Man wollte 3 Punkte einfahren nach dem guten Saisonstart mit dem 0:0 gegen den Arsenal Football Club zu Hause nachlegen. 4 Punkte aus den ersten 2 Spielen wären ein absoluter Traum für das ja abstiegsbedrohte Crystal Palace, zumindest wenn es nach den Experten geht. Auch West Ham United zwar mit einem sehr starken Kader, allerdings nicht so unbedingt ja die guten Quoten bei den Hammers. Die mussten auch richtig ranklotzen in der Saison, um irgendwie wie bestmöglich abzuschneiden am Ende. Allerdings, wie gesagt, der gute Kader und die gute Sturmspitze war bei denen der Vorteil. Valencia und Andy Carroll, sehr gefährliches Duo der Engländer und der Ecuadorianer zusammen. Eine absolute Macht, vor allem im Kopfballspiel. Auf der anderen Seite gab es keine großen Überraschungen in der Startelf. Genau die gleiche wie gegen den Arsenal Football Club. Speroni, Ward, Dan Delaney, Suarez, Zaha, Mudge, McArthur, Bolasie, Williams und Dwight Gayle in der Sturmspitze. Überraschung auf der Bank, Bart Finne, die Leihgabe von den Rheinstädter vom 1. FC Köln. Erstmals im Kader von Trainer MGT und das sollte natürlich gleich ihn pushen, hier irgendwie sich zu präsentieren, denn man hatte eine Kaufoption über 3 Millionen Euro und die wollte man im Idealfall natürlich auch ziehen. Jeskeleine, Demel, Reed, Collins und O'Brien in der Verteidigung bei West Ham, davor dann Song mit Kouate und Nobel, die irgendwie ein bisschen die Defensive organisieren sollten, Downing auf der 10 und dann Valencia und Andy Carroll im Sturm vorne drin, das heißt, wie gesagt, sehr starke Aufstellung und Yannick Bolasie und seine Truppe erwartete dementsprechend eine schwere Herausforderung, aber sie spielten am Anfang wirklich sehr, sehr gut nach vorne über eben den Dominikaner Bolasie, dabei kommt auf Williams, Williams mit dem Linksschuss gegen den Pfosten. Das war die erste gute Chance für den Waliser, eingeleitet vom natürlich Kongolesen Bolasie und nicht vom Dominikaner. Auf der anderen Seite dann Zaha macht das da gut gegen Guy Demel, kann sich durchsetzen, der Ball in den Rückraum. Wieder ist da Williams. Williams knapp am Tor vorbei. Jeskeleinen muss nicht eingreifen. Es bleibt beim 0:0. Die größeren Chancen aber auf der Seite von Crystal Palace. Dann Freistoß mal nach knapp 33 Minuten für West Ham United. Die Hammers bis zu diesem Zeitpunkt absolut nicht aktiv in der Offensive. Noble bringt den Freistoß dann rein und zwar auf den Kopf von Enner Valencia. Wie gesagt, sehr kopfballstark, aber knapp vorbei am Tor von eben Speroni. Und auf der anderen Seite gab es die besseren Chancen. Immer wieder über Yannick Bolasie, der Kongolese mit einer richtig guten Partie und ist ein trickreicher Spieler, das zeigt auch hier in der Situation, macht das da klasse und dann kommt die Flanke in die Mitte, da ist Williams, der ist viel zu klein, aber der Kopfball geht eigentlich nur sehr knapp am Tor vorbei, schade für den Waliser, dass weiterhin die 1 nicht auf der Anzeigetafel stand, sondern die 0 und auf der anderen Seite hatten sie dann plötzlich mal Glück, Downing mit dem klasse Pass auf Carroll, vollkommen frei, der Pfosten rettet für Speroni, also weiterhin 0:0, Chancen auf beiden Seiten, die besseren aber, wie gesagt, bei Crystal Palace und die spielten weiter nach vorne, gelbe Karte dann mal in der Situation stecken gelassen, trotzdem ein Freistoß immerhin nach 44 Minuten aus aussichtsreicher Position und das ist eine Position für Match und er versucht das natürlich direkt, macht das da gut und die Latte rettet für West Ham United, das 1:0 wäre verdient gewesen für Crystal Palace, aber Match, der eine starke Partie machte, scheitert hier am Aluminium. Danach passierte nicht mehr viel, aber eine Chance hatten wir noch in der Nachspielzeit. Zaha macht das außen gut, die Flanke in die Mitte auf Dwight Gayle und wieder muss da jemand ran, der Jeskeleinen heißt, der Finne mit einer guten Leistung im Kasten, musste viele Schüsse abwehren und da hat das hier vollkommen zurecht. Nach der Halbzeit dann der erste Wechsel, Dwight Gayle ist so verletzungsbedingt aus der Partie und Bart Finne kam rein und der fand sich gleich wunderbar ein. Der Ball auf Yannick Bolasie und der macht es mal wieder trickreich. Schön gegen die Verteidigung da und dann der Trickschuss und da muss Jeskeleinen aufpassen, geht auf Nummer sicher, packt den Ball über die Latte. Gute Aktion von Yannick Bolasie, der auch die Ecke in die Mitte bringen wird und er spielt sie nach außen und er spielt sie auf Suarez direkt mit dem Innenriss und im Endeffekt ist Jeskeleinen da und verhindert das 1:0. Allerdings, naja, auf der anderen Seite gab es auch Chancen. Enner Valencia auf Kouyaté, Chaikou Kouyaté, der Senegaleser auf Noble, der nochmal
zurück auf QRT. Die spielten das da ganz schön, aber nicht sonderlich effektiv. Song dann nochmal auf QRT und der wird den Ball auf Noble und der versucht aus der Drehung. Da ist Baroni und da ist Andy Carroll aus knapp 7 Metern übers Tor. Den hätte er ruhig mal machen können. Dann hätte er 1-0 für West Ham gestanden und stattdessen auf der anderen Seite Finn. Der hatte sich, wie gesagt, gut eingefunden, machte das klasse bisher in der Partie. Sehr, sehr aktiv in der Sturmspitze. Der Ball nach außen auf Sahar und der mit der Flanke auf Williams. Keine gute Idee eigentlich, aber er kann den Ball zurückköpfen auf Bart Finne. Und der Mann mit dem norwegischen Pass macht das 1-0. Der finnisch anmutende Name richtig gut gegen seinen so gesehen Landsmann. Wenn es nach dem Namen geht, macht er hier mit seinem linken schwachen Fuß den ersten Treffer für Crystal Palace in der Saison und seinen ersten Treffer in der Premier League. Wunderbares Solo da gegen die ganze Verteidigung. Findet die Lücke nicht, dann macht das eben mit der Schnelligkeit über die linke Seite und im Endeffekt ist Jeske Leinen da chancenlos. Aus viel zu kurzer Distanz knallt der Ball in die linke kurze Ecke und dementsprechend 1-0 für Newcastle United. Nein, nicht für Newcastle United, für West Ham United. Auch nicht für Crystal Palace. Richtig, so war's. Dann MacArthur mit dem Ball auf Bolasi. Wir sind schon fast in der Nachspielzeit. Da ist Bolasi nochmal. Der Schuss ist allerdings relativ schwach. Hätte er passen müssen. Es war eine Mischung aus beiden. Es war egal, denn es blieb beim 1-0. Crystal Palace mit dem Heimdreier im ersten Spiel vor heimischem Publikum unter Trainer MGT, der eine richtig gute Mannschaftsleistung vorfinden konnte. Sagt im Interview später, dass sie die Mannschaft genauso präsentiert hatte, wie er es erwartet hatte. Und wenn sie das in den nächsten Spielen auch tut, dann können wir eine richtig schöne Saison sehen von Crystal Palace. Für West Ham bleibt bei den Niederlagen. Minimalistenfußball, aber ein sehr, sehr verdienter Sieg gegen West Ham United. Hat genau geklappt, wie ich mir dachte. Und Bart Finne trifft in seinem ersten Spiel. Bitter, dass sich Gale verletzt hat. Ich hoffe, dass nichts Schlimmeres. Abgelehnte Angebote en masse haben wir da und zwei Verletzungen. Er ist zu wertvoll. Angebot von einem anderen Team angenommen und somit zu niedrig. 3 Wochen für Dwight Gale und 5 Tage immer nur für Jordan Mutch. Was ganz okay ist, aber trotzdem natürlich bitter jetzt in der Situation, vor allem, dass der Stürmer ausfällt. Aber wir haben ja zum Glück Bart Finne, der direkt getroffen hat und Fraser Campbell noch dazu. So, Innenverteidigung haben wir also Sebastian Prödel von Werder Bremen. Ist natürlich alt, aber Vertrag läuft aus. Vielleicht können wir den für 1,5 kriegen. Wäre möglich, wäre cool. Würde mich darüber freuen, weil das wirklich ein guter Spieler ist, der uns, denke ich mal, weiterhelfen könnte, vor allem mit seiner Kopfballgefährlichkeit. Brooks ist jetzt bei Frankfurt. Wimmer, Bell, Schäfer also, okay. Jansen auch nicht wirklich, Vierinha auch nicht, aus Gründen, die ihr kennt, wenn ihr den 96-Karrieremodus schaut. Hoffmann, 3 Millionen biete ich auch mal für den. Er ist besser, als es beispielsweise ein Smith ist. Aber ideal, weiß ich nicht. So, Bremen abgelehnt und die sind ja an Richter, dass er mehr wert ist. Das ist der Wahnsinn. So, Hoffmann bieten wir wieder drauf, wie sie das gehört. Oh, 4,5 Millionen, auch wenn das schon eine ganz schöne Stange Geld ist. Und bei Prödel, weiß ich nicht. Versuchen wir es mal mit 2,1. Naja, mal schauen. Aktuell ist aus England haben wir da noch. Und zwar war Stojanovic, Wanyama. Der wäre äußerst interessant. Bei dem würde ich wirklich sagen, ja. Hätte ich sehr, sehr gerne, weil der variabel einsetzbar ist und weil ich den sehr mag. Allerdings ist der natürlich auch sehr teuer, aber Geld muss man halt teilweise in der Hand nehmen. So ist es ja nicht. Wir haben noch Jakob und Barca, Baird, Odom Wingy, Carlton Cole. Nichts allzu Interessantes, aber Chesney. Viel zu teuer eigentlich für einen Torwart, vor allem wenn wir momentan mit Speroni wirklich einen guten haben, der hält bisher wirklich sehr, sehr gut, was mir gefällt. Wir gehen mal weiter, Juri bleibt bei den Tottenham Hotspurs, Southampton lehnt ab, die haben wir akzeptiert und die wollen 7 Millionen haben für Hoffmann. Viel zu teuer. Bremen würde akzeptieren, Wanyama, Wanyama würde ich schon gerne haben, muss ich sagen. Den würde ich schon echt gerne haben. Bieten wir mal das, was da steht. 6,5. Bremen würde akzeptieren. Ich hoffe, die akzeptieren auch noch bis zum 2 Deadline Day. Die sagen inakzeptabel. 8,5 wollen sie haben. Die wollen weiter 7 haben. Was habe ich geboten? 6,5, ne? 7,5. Für Victor Wanyama. Die wollen 7 für Hoffmann. 5,5. Würde ich geben.
Anscheinend finden wir keine Einigung vor dem Spiel gegen Newcastle United, was bitter ist, denn wir haben ja, obwohl Smudge müsste bis dahin tendenziell wieder fit sein, eigentlich noch nicht topfit, was nicht so schön ist, aber Jedinek kann das ja auch. So, Hannover hat akzeptiert, Southampton ist weiter bei 8,5. Also 8 ist fast schon mein Maximum, würde ich sagen. Viel höher würde ich nicht mehr gehen. Aktuell ist aus Deutschland Kramer, Wiedwald. Trapp, Zieler, Kraft, Ilicevic, Obasi, Van der Vaart. 96, 5,5. Akzeptieren sie. Ja. Mal schauen. Eine Nachricht hatten wir noch, aber jetzt übersprungen versehentlich. Southampton hat auch akzeptiert, der will eine größere Rolle, nein, der will mehr Geld. Na, Wahnsinn. Das habe ich essentiell gemacht, das war ein Versehen, aber auch okay. Southampton würde auch akzeptieren. Auch ihn würde ich gern für 4 Jahre binden. Er wäre essentieller Stammspieler und er wäre geil. Ich würde mich tierisch freuen. Vielleicht ein bisschen zu viel. Wobei eigentlich nicht, weil wir sind in England. Aber gut. Wir machen die Startaufstellung. Finne wird starten. Für Kelly sieht es nicht gut aus momentan. Das ist nicht gerade schön für den, denke ich mal. Aber er hat sich halt gut präsentiert. Der Finne hat gleich ein Tor gemacht. Von daher muss er auch die Chance bekommen, sich weiter zu präsentieren. Ansonsten lassen wir die Elf so, wie sie ist, würde ich sagen. Und starten damit in die Partie gegen Newcastle United. Hoffentlich holen wir wieder einen Sieg raus. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Vor der Partie hatte Trainer MGT gesagt, er fühle sich, als komme er nach Hause. Früher als Kind oft Spiele von Newcastle United vor dem Fernseher geguckt und mittlerweile endlich mal auf der Trainerbank und durfte im St. James' Park sitzen mit seinen Eagles gegen die Magpies. Ein regelrechtes Vogelduell also zwischen den schwarz-weißen Elstern und den blau-roten Adlern. Dementsprechend konnte das eine ganz, ganz spannende Angelegenheit hier werden im St. James' Park. Ein sehr schönes Stadion. Allerdings wollte man sich natürlich darauf nicht unbedingt primär konzentrieren, sondern auf den Sieg gegen die Magpies. Zumindest war das die Aussage von Trainer MGT. Seine Mannschaft auf dem Rasen sehr, sehr stark aufgestellt, sehr gut gespielt in der letzten Woche gegen West Ham United und heute wollten sie genau diesen positiven Aufwärtstrend fortsetzen mit einer fast identischen Elf, allerdings mit einigen kleinen Änderungen und wir schauen uns erstmal die Elf von Newcastle an. Krüll im Tor, davor Janmaat, Taylor, Coloccini und Haidara, Colback auf der 6 zusammen mit Chaiko Diote, davor dann Obertan, Gutierrez und Sissoko in der Sturmspitze, Papis Demba, Cissé, der Senegaleser also auf der anderen Seite, ein paar Verletzungssorgen, unter anderem Dwight Gale, der nach seiner Verletzung ausfallen sollte und ja, Bud Finne stand dann in der Startelf, Spironi im Tor, Ward, Dan Delaney und Suare davor, Zaha, Ledley, MacArthur, Bolasie, Williams und eben Bud Finne in der Sturmspitze auf der Bankspieler, wie Gediora erstmals im Kader war reingerutscht, eben durch die Verletzung von Dwight Gale und er sollte eventuell seinen ersten Einsatz bekommen, der Algerier, es stand allerdings noch in den Sternen, denn das Mittelfeld war momentan die Stärke bei Crystal Palace. Wir gehen rein in die erste Situation der Partie und die gab es auf Seiten von Newcastle United. Cissé hier schon gelb verwarnt nach 13 Minuten mit dem Ball auf Obertan und der versucht es mal mit dem schönen Schlenzer, aber übers Tor von Spironi, muss da nicht eingreifen, der Argentinier. Guter erster Versuch aber vom französischen linken Mittelfeldspieler bei Newcastle United. Es ging weiter mit Aktion der Magpies. Gutierrez macht das da schön, geht in den 16er auf Tioté und der verzieht knapp am Tor vorbei, der Ivora da mit der nächsten guten Chance und dann kam plötzlich mal Crystal Palace über Zaha, der wird da gefoult und es gibt den Freistoß, dann wieder Vorteil abgelaufen war und das ist eine gute Situation an sich für ein Suare. Der Linksverteidiger der Senegalese, genauso der Landsmann halt eben von Papiste Mbassissé, kann nämlich Freistöße. Ja, er rückt erstmal die Mauer einen Schritt hier nach vorne. Es gibt die gelbe Karte für Gutierrez, der seine Mauer dazu gebracht hatte, nach vorne zu rücken und Suare kann dann in aller Ruhe seinen Freistoß ausführen. Macht das nicht sonderlich gut in die Mauer. Kopfball von Delaney, ganz schlecht von Krüll und dann ist da wieder Delaney und er bringt es nicht fertig aus 7 Metern, den Ball ins Tor zu kriegen. Genauso wie letzte Woche Andy Carroll am Tor vorbeigerutscht. Es fehlt ihm in Verteidiger am Torjägerinstinkt, dementsprechend glücklich für Newcastle United, dass hier beim 0:0 blieb. Es ging weiter mit der Halbzeit, es war kein besonders hochklassiges Spiel, wenige Chancen auf beiden Seiten, aber gute Abwehrleistung und in der zweiten Halbzeit gab es auf jeden Fall Steigerungspotenzial. Es gab allerdings einige Probleme bei Crystal Palace mit der Fitness. In der Halbzeit waren bereits einige Spieler sich am Aufwärmen, denn die Akteure wirkten nicht besonders fit in der zweiten Halbzeit, mussten sie sich also deutlich steigern und eventuell das Ganze mit Wechseln nochmal verschärfen. Es kam im Endeffekt dann Young und Fraser Campbell und davor kam
Newcastle United nach knapp 60 Minuten mit Jonas Gutierrez. Der Argentiner macht das außen klasse mit Jan Maat zusammen. Ja, der kann sie nicht wirklich durchsetzen, aber spielt nochmal zurück auf Taylor. Kriegt den Ball nochmal wieder, der Niederländer mit dem klasse Ball in die Spitze. Sissoko kann sich durchsetzen gegen Suarez. Der Schuss, das 1:0. 64. Spielminute, die Magpies in Führung durch den wunderbaren Pass von Daryl Yamat auf Moussa Sissoko. Und der lässt da klasse Suarez aussteigen. Der Senegalese sieht da alles andere als gut aus. Und es steht 1:0 für die Heimmannschaft, 1:0 für Newcastle United. Bisher Minimalistenfußball aus zwei Spielen, beziehungsweise in zwei Spielen bei Crystal Palace nur ein Tor gefallen. Das heißt, höchstens ein Tor in einem Spiel bei Newcastle, nicht bei Newcastle, bei Crystal Palace. Und dementsprechend, naja, wollte man hier schauen, wie läuft es denn jetzt? Bleibt es wieder bei nur einem Tor? Young macht das da gut, setzt sich durch gegen TOT, setzt sich weiter durch gegen den Ivora, macht das klasse mit dem Ball auf den eingewechselten Campbell. Und da ist Krüll und kann den Ball entschärfen. Guter Versuch des Engländers, schöne Situation. Und die Ecke wird reingebracht von Yannick Bolasie. Diesmal kann ich schon mal vorwegnehmen, ist Krüll Chancen und da ist Delaney, aber der köpft über die Latte. Es bleibt beim 1:0, aber Crystal Palace versucht da alles nach vorne. Sie versuchten verzweifelt den Ausgleich zu bekommen. Und auf der anderen Seite ging Moussa Sissoko. Die Offensive wurde gestärkt. 7 De Jong kam in die Partie. Und naja, auf der anderen Seite kam Gedi Yora tatsächlich zu seinem Einsatz für MacArthur. Und der ist in der nächsten Szene gefragt. Bekommt hier den Ball im Mittelfeld und er will es einfach mal versuchen aus der Distanz. Und da gab es einen Foul und dementsprechend einen Freistoß. 85. Minute aus knapp 30 Metern. Und das ist eine Situation für Suarez. Gerade eben der Freistoß war nicht so stark, nur in die Mauer. Vielleicht ja jetzt in dieser Situation. 85. Minute. Suarez, was für ein Strich. 1:1 in der 85. Die Endphase ist die Phase von Crystal Palace. Da, wo sie stark werden. Suarez macht seinen Fehler vor dem 0:1. Wieder wett und macht hier ein wunderbares Freistoßtor. Keine Chance für Krüll, den zu halten. Die Mauer springt nicht hoch. Und genau das ist diesmal der Vorteil von Suarez. Denn der passt einfach genau in die Ecke. Und es war, naja, nicht die letzte Chance. Denn es gab noch eine bei Newcastle United. Jan Maat nochmal mit dem Klasseball in die Spitze. Auf Chaik TOT und der Ivora mit der Flanke auf Ayoze Perez, eingewechselt, knapp am Tor vorbei. Es blieb beim 1:1 zwischen Crystal Palace und Newcastle United. Ein Ergebnis, mit dem beide relativ gut leben können. Newcastle unglücklich in der Endphase das Tor kassiert und Crystal Palace mit 5 Punkten aus den ersten 3 Spielen unter MGT. Eine wunderbare Leistung der Mittelfeldmannschaft, der Absteiger, wie sie momentan betitelt werden in der Presse noch. Aber ob sich das nicht eventuell ändert, wir werden sehen in den nächsten Spielen. 1:1 zwischen Newcastle und Crystal Palace. Ein verdienter Punkt an meiner alten Liebesstelle, Wirkungsstelle, Liebesstelle gibt es gar nicht, an meiner alten geliebten Wirkungsstätte. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. War auf jeden Fall ein gutes Spiel an sich von uns. Er hat defensiv einmal gepatzt und dementsprechend auch verdient das Tor kassiert. Aber trotzdem an sich, trotzdem. Warum sage ich die ganze Zeit trotzdem? Ein gutes Spiel auf jeden Fall. So, wir haben 2 Angebote, die akzeptiert wurden, und zwar sowohl von Hoffmann als auch von dem guten Victor Wanyama, die nehmen wir natürlich beide an. Damit haben wir 2 richtig gute neue Transfers. Mir wurde zwar von euch ans Herz gelegt, kauf dir einen neuen Stürmer, du brauchst Top-Stürmer, aber ich bin mit meinem Sturm eigentlich relativ zufrieden, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen gehapert hat, aber eigentlich bin ich mit Gale, mit Campbell und mit Finne, ganz gut aufgestellt. Also da habe ich, finde ich, keine Probleme. Wir haben einen Hoffmann, der neu drin ist. Wir werden Hoffmann auf jeden Fall auf die Bank setzen für Kelly und wir werden Wanyama auf die Bank setzen, wieder für Gedi Yora. Der hat sich zwar nicht so schlecht präsentiert, aber war halt auch nicht so mega gut. Mariappa geht mal so gut wie ganz weg. Ledley wird wieder rausgehen aus der Startaufstellung. Wir werden dafür Matsch wieder reinnetzen. Ledley bleibt auch ganz raus, oder? 27 und Jedinek ist 30. Ja, aber ich glaube, ich lasse das mal so, wie es ist. Und mit der Aufstellung wird es dann in die nächste Partie wahrscheinlich reingehen, außer ich ändere da jetzt noch irgendwas und Wanyama wird noch richtig, richtig fit, aber ich glaube, obwohl im Pokal können wir noch mehr ausprobieren. Ich würde trotzdem sagen, wir machen jetzt noch eben die Transferperiode hier zu Ende. Ich glaube sowieso, dass nicht mehr so viel passieren wird bei uns. Wir haben ja quasi nichts mehr vor, wobei wir haben ja noch ein Angebot vorliegen. Vielleicht ist das ja nochmal was Interessantes für uns und zwar, Spielergefühlgespräche mit Napoli. 3,3 Millionen wollen die für Prödel sein, was auch immer Napoli mit Prödel will, aber von mir aus. Chelsea hat Javi Martinez für 31 Millionen geholt. Und 3,5 Millionen will Newcastle für Prödel bezahlen. Also hätten wir den relativ günstig bekommen können. Aber gut, wir haben jetzt einen sehr jungen Verteidiger. Wir haben einen guten Innenverteidiger, der sich ebenfalls gut präsentieren wird. Also ein Mittelfeldspieler, der auch Innenverteidiger spielen kann. Mit Wanyama, von daher gar kein Thema. Und ich bin relativ zufrieden mit dieser Transferperiode. Wir haben defensiv eingeholt, wir haben im Mittelfeld eingeholt, wir haben im Sturm eingeholt, wir haben keinen Torwart geholt, aber den brauchen wir auch nicht so wirklich. Und auch wenn der Stürmer kein Top-Stürmer ist, denke ich mal, für die erste Premier League-Saison mit mir reicht es erstmal. Und wir werden dann uns nächste Saison bzw. im Winter weiter verstärken. Gut, wir sind in der letzten Stunde angekommen und das war es dann auch von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte
den Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich gucke noch eben nach, was für Spieler es hier aus Italien gibt. Maximovic können wir mal draufpacken, Sören sind eigentlich auch. Und Leali auch und Obiang, nee, Obiang nicht. Und den Rest, den wir hier sehen, auch nicht wirklich, aber gut. Was haben wir noch an Transferbudget? Auch das können wir mal eben nachgucken. Viel dürfte nicht mehr sein, 950.000, 121.000 Gehaltsbudget. Machen wir mal andersrum, 3 Millionen. Passt auf jeden Fall. Geht klar, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.